Kommet und staunet, denn der goldene Oktober ist angebrochen und ihr wisst, was das bedeutet. Games with Gold beehrt uns mit einem neuen Spiel. Ich, der Travian, habe mir einen Kumpel eingeladen und zwar den... Kunas! Den ihr ja schon von diversen Let's Plays kennt, denn wir haben das super coole Spiel Chariot im Angebot, was es seit heute für kostenlos gibt, sozusagen. Und wir wollen es mal antesten. So. Kurnus, dann legen wir los. Ja, aber noch eine Frage zu generell, vielleicht interessiert das die Zuschauer auch. Bedeutet das, dass es dann immer kostenlos ist oder ist es nur in dem Monat kostenlos? Natürlich ist es immer kostenlos. Ja. Man kann es zwar nur im Oktober runterladen, aber man kann es kostenlos spielen dann, wie man möchte, aber man könnte jetzt dann im November wieder neue Spiele bekommen. Aber wenn man es einmal runtergeladen hat, kann man es sich dann auch später immer wieder runterladen. Genau, das ist ein guter Einwand. Der Kurnus ist ja nicht so konsolenkonform sozusagen. Nee. Und da ist es immer ganz gut, weil ich setze ja so ein bisschen Grundwissen voraus. Das ist manchmal etwas falsch. Wie ihr seht, wir haben hier noch kein Spiel gestartet. Wir werden dann direkt mal ein neues Spiel angehen und loslegen. Yay! Über Chariot wissen wir jetzt noch nicht allzu viel, muss ich gestehen. Ich habe es jetzt einfach mal heute Morgen runtergeladen, war heute sowieso mit dem Kurnus zum Zocken verabredet. Und ja, dann gucken wir mal, was wir euch da Schönes bieten können. Aha, ich bin die rechte Figur hier, ich hüpf mal und ja, du hüpfst auch gleichzeitig. Ja. Also, fängt gut an. Okay, super, also Absprache auf jeden Fall. Es ist viel leichter, ich glaube, ich bin die Prinzessin. Ja, und im Spiel. Ah, cool. Können den Chariot... Also mit dem rechten Trigger für alle, die es auch selber spielen wollen, kann man diesen Wagen hier... hin und her schieben oder ziehen. Das ist ja cool, also man kann ihn schieben oder ziehen. Lass mal gerade noch die andere Steuerung aus. Ah ja, okay, also RT, wenn ich ihn loslasse, geht auch die Kette weg. Ja, und auf, macht nichts. Auf X schieße ich. Genau, und ich haue da. Die Königin haut und R wirft. Kommt die zurück? Ja. Oh. Ah, cool. Okay. Das ist sehr gut zu wissen. Ja, mit A ist springen wie immer und B. Ich habe ein bisschen Angst, was passiert. Oh, du bist weg. Ah, starte erneut in 6 Sekunden. Okay, mit B es ist ein Neustart. Ja, zu töten. Neu respawnen zu können. Ah, da bist du. Ah, da bist du, ja. Gut, ah, ja, dann. Cool. Moment. Das ist Y. Nichts. Aber irgendwas wird es sein, weil das sieht man unten. Unten, genau, ich sehe es auch gerade. Also man kann wohl noch irgendeine Fertigkeit freischalten, nehme ich mal stark an. Kann man hier irgendwie? Nee. Dann. Das ist ja witzig. Was machst du beim rechter Bumper? Haben wir High Five gegeben. Cool! Was ist der andere? Awesome! Nix. Yes! Awesome! Das ist ja nice. Okay, ich. Ja. Wie im echten Leben muss ich die Königin umherkutschieren. Schneller! Oh Gott. Huch. Eine Zwischensequenz. Prima Originals. Why am I still here? Shouldn't I be ascending? I was told there would be a bright light. Where's my bright light? You call this a sepulcher worthy of my majesty? I know the royal catacombs are quite a ways from the palace, but is this the best you could do? Go forth into the catacombs. Find me a sepulcher worthy of my magnificence and fill it with riches. Okay, der König scheint tot zu sein. Wir scheinen ihn in einem Sarg hinter uns herzuziehen. Es ist also kein Chariot in dem Sinne, wie ich es gedacht habe. Nee, ein bisschen andere Art. Und ein bisschen verzogen. Und jetzt müssen wir ihm Reichtümer besorgen und eine bessere Gruft. Okay. Oh, was ist das? Ah, ich sehe schon, worauf es hinausläuft. Ist das ein kleines Jump'n'Run? Ja, so ein bisschen, ne? Und ich glaube, es könnte durchaus auch noch komplexer werden. Ja, genau, dass man so eine Art Rätsel lösen muss. Ach, warte mal. Ja? Ah, okay. Der Wagen sammelt also das Zeug ein. Nicht wir, sondern der Wagen. Ja. Das ist wichtig zu wissen, weil ich habe gesehen, da schwebt da auch schon was in der Luft. Ja, eine Art Schädel. Ja, genau. Jetzt habe ich gerade auf deine Figur geachtet und mich gewundert, warum ich nicht springe. Ja. Oh, was ist das? Kopf hoch. Ah, okay. Das ist also... eine Art
Respawn Point oder sowas. Ja, ich nenne das mal Checkpoint. Ja, Checkpoint, Respawn Point. Das, warte, da hat sich was bewegt. Kann man hier irgendwas machen? Schick mal den Wagen hin. Ah ne, da ist einfach nur eine Fliege hochgekommen. Nur eine Animation. Man weiß ja nie. Ja, warte, nicht, dass sich da irgendwelche Reichtümer hinter verstecken. Geronimo. Weil wir sind ja Zwerge, also sind wir gierig. Hm. Kennt ja jeder spätestens seit Herr der Ringe. Wir sind Zwerge? Schätze mal, was sollen wir sonst sein? Gnome vielleicht, ja. Aber ich schätze mal, das sollen Zwerge sein. So auch wie der König auf Reichtümer aus ist. Ah, okay, das haben wir ja schon rausgefunden. Ja, das ist so typisch Konsolenspieler. Erstmal A drücken und danach direkt den rechten Trigger. So. Hier geht's runter oder nach. Gehen wir Fragezeichen. Runter. Fragezeichen bedeuten immer ganz tolle Sachen. Und wir sind tot? Nee. Und jetzt? Jetzt werden wir gerade angewiesen. Hey, guck, ich kann. Ah, du hast es gefunden. Ja, ich habe was eingesammelt. Aber ich nehme stark an, dass es dennoch eine Sackgasse ist, weil hier wird gerade angewiesen, wenn wir nämlich falsch. Ja, aber ich würd sagen, guck mal da, also eigentlich liegt der König da ganz gut. Wir haben das Spiel beendet. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, also ich glaube, wir müssen uns jetzt hier raus. Ich habe eine Idee. Was denn? Ah nee, das ist nichts. Doch, das ist zu hoch. Das müssen wir danach mal versuchen. Was denn? Wenn nur einer runtergeht, weißt du? Was dann passiert? Ob man sich dann dranhängen kann, wieder hochziehen? Nee, dass wenn einer oben bleibt und der andere respawnt, ob er dann unten dann kommt. Aber erstmal müssen wir jetzt hier den Wagen dran lassen, weil meine Idee ist es. Genau. Ach so, warte mal, muss der Schädel auch eingesammelt werden vom. Ja, ich schätze mal schon. Versuchst du es mal? Ja, bin unterwegs. Ach, der Schädel ist gar nicht mehr da. Dann könntest du mich ja jetzt vielleicht. Warte, vielleicht kannst du mich ja jetzt hochziehen. Komm, tu was für dein Geld. Yay! Ah, geschafft. Oh, knapp. So, ich springe mal hier rüber und. Oh, ja. Wir haben ihn. Oh, wir sind Helden. Wir sind super. Helden. Echt? Warte mal, was müssen wir jetzt machen? Okay. Man kann auf den Wagen drauf springen, um höher zu kommen. Ja. Macht Sinn. Okay, dann zieh mich. Viel besser. Ja! Das ist ziemlich witzig, ehrlich gesagt. Das sieht ziemlich gut aus, besonders wenn man sieht, der andere, der dranhängt, der strampelt dann mit den Beinen ganz witzig. Habe ich gerade noch gesehen. Wenn du oben auf dem Chariot stehst übrigens und runter drückst, sieht es so aus, als würdest du surfen. Ich würde sagen, darauf erstmal ein High Five. Ja. Ich finde das geil. Das sollte es echt in jedem Spiel geben. Ich duck mich einfach, wenn ich runter drück. Ah ja. Ich mach diese coole Surfer-Pose. Ja, und haust du dafür den Kopf an? Ja, es scheint mir so, als wärst du ein bisschen größer als ich. So, und jetzt weiter und hier hoch, bestimmt. Ja, auf jeden Fall, weil wir müssen ja die Münzen ansammeln, das geht ja nur mit dem Chariot. Nein, oh, war knapp. Oh, und ja, wir können ihn ja genau runterhängen lassen. Ja. Einfach mal die Seele baumeln lassen. Was auch noch richtig stimmt, weil da ist ja eine Seele drin. Oh. Ah, wie schön, einmal bringe ich einen guten Witz und der wird sogar aufgenommen. Das ist halt was Besonderes für mich. Einer der wenigen Momente. Wir müssen jetzt hier. Muss bestimmt über den Chariot hochspringen. Schaffen. Dann. Ach, bist auch hochgekommen, sonst hätte ich jetzt mitgezogen. Ist aber schön, das ist bestimmt wird später noch sehr wichtig, dass wir uns auch gegenseitig irgendwie der eine zieht, der andere bleibt drauf oder sowas. Ja. Ein richtig schönes Jump'n'Run. Ganz ehrlich, das ist sau cool dafür, dass es kostenlos ist. Ja, und normalerweise würde es wie viel kosten vielleicht für diejenigen, die das leider erst nach dem Oktober lesen oder sehen? 15 Euro. Also 14,99 war nicht gestrichen. Okay, warte mal, gehen wir mal hier. Ich habe hier hinten noch Münzen gesehen, oben links da. Ja, ich zieh's und du. Ja! Sehr schön. Das ist schon sau cool. Ja. Also, und Jungs, habt ihr gut programmiert? Und es macht doch echt noch Spaß, endlich mal wieder ein neues Mehrspielerspiel. Und auch so, gerade so kleine Spiele können ja echt viel Spaß machen. Und jetzt sollen wir surfen. Scheint so, ne? Aber, ich zieh mal an. Und jetzt, komm. Ja. Yes. Duck mich mal. Ja, das steht da, glaube ich, auch drauf, dass man sich ducken soll. Vielleicht. Oh. Okay, 3D-Animation. Geronimo! Ne, diese Wellen, die auskommen, wenn du runterfällst, die haben nichts zu sagen, oder? Das war die ganze Zeit schon so. Ja, ich glaube, ich habe jetzt echt gesagt,
Warte, ich will hier umgucken. Ja, natürlich, Vincent. Na, schau mal, da ist noch was. Ja, hier ja, jede Menge Geld. Oh, und guck mal, hier ist, glaube ich, Gold im Berg. Ja. Müsste man jetzt, eigentlich als Zwerg müsste man das jetzt abfarmen. Hier sind keine Zwerge, weißt du warum? Warum? Ich habe keinen Bart. Ich habe auch keinen Bart. Siehst du? Aber... Du hast einen Bart. Das ist keines zwergenwürdiger Bart. Aber wenigstens ein Ansatz. Das ist ein Milchbart. Ein Zwergenbierbart. So, auf jeden Fall haben wir schon wieder den nächsten Checkpoint. Ah, sehr schön. Das ist. Also dieses Spiel erklärt sich eigentlich ziemlich von selbst. Ja. Und, ja, da zieh mich mal. Los. Entschuldigung. Ich lüfte einfach los. Aber warte. Nee, lass mal los, weil hier ist ja Gold. Ja, aber. Achso. Ach ja, okay. Jetzt müssen wir nur gucken. Dann können wir da hinten das wieder hochziehen. Dann müssen wir halt nochmal. Dann müssen wir halt nochmal den Weg gehen. Aber. Ich glaube, für etwas Gold machen wir das doch gern. Achso, du hättest, hättest mit mir absprechen müssen. Ja, ich wusste nicht, dass es klappt. Ich habe einfach mal RT gedrückt, wie ich so bin. Mhm. Ihr kennt das ja auch bei diversen anderen Spielen, wo ich dann einfach mal wild in der Gegend rumballer, ohne dass das eigentlich Sinn macht in dem Moment. Nein. Erstmal hier hoch. Hat das jetzt. Nee, also es ist immer einfach nur ein Kopf, nicht dass man den ganzen Körper irgendwie zusammen glauben muss. Oh, ja. Ein Erfolg freigeschaltet, was sind wir denn? Seltsame Andenken. Das sind nicht seltsam, das sind Köpfe. Jeder sollte ein paar Köpfe sammeln. Habe ich auch zu Hause. Oh, das sieht mir also aus nach Levelende. Ja, könnte sein. Ausgang gefunden. Höhlenforscher, yay! Haben wir alles eingesammelt? Eigentlich schon, ne? Das werden wir gleich sehen. Vielleicht gibt es noch eine Zusammenkunft sozusagen. Zusammenkunft? Ja, Flitterwochen. Flitterwochen? Mit dem Geist? Some sort of pit stop. Oh, now I remember. This must be the outpost I had built when I came here to plunder the... I mean, tour the royal catacombs. It looks like no one's been here in ages. What? Huh? Customers! Oh, I knew my dream would come true. Welcome. How did that guild greeting go again? Oh, right. Welcome to the Royal Catacombs Outpost and Workshop. If there's anything you need, just let me know. We offer complimentary cartography services and free treasure storage in the vault. I can also build and upgrade all sorts of mining gadgets in the workshop. But, you'll need to find the blueprints yourself. Oh, and the shop accepts all kinds of loot. Metal, gems, but no paper. No paper, no. Paper cuts scare me to death. Was ist das Geiles? Ich glaube, das sind die Level. Eins von zwei, das sind die Level, die wir machen können. Okay. Aber, liebe Freunde, diese Let's Plays Games with Gold sollen ja nicht allzu lang werden. Deswegen an dieser Stelle möchte ich auch schon herzlichen Dank an den Kunus sagen. Wow, Vorsicht. Ich lass den Controller einfach liegen. Ja, genau, lass den Controller lieber liegen. Böser Kunus. hier kommen wir in den Laden. Okay, das habe ich jetzt aus Versehen noch gemacht. Auf jeden Fall, liebe Freunde, ich lasse den Controller jetzt auch liegen. Wünsche euch viel Spaß bei den nächsten Videos. Wir werden dann auch jetzt gleich mit Folge 2 anfangen, damit ihr auch kurzfristig diese euch anschauen könnt. Und ja, bis dahin, alles Gute, macht es gut. Tschüss.